Das Teil ist in Deutschland verboten und kommt aus was? Es ist einfach legendär, wie wenig Ahnung manche Leute auf TikTok haben und dann irgendwas kommentieren. Du kannst mit so ziemlich allem, was es gibt, verbotene Sachen machen. Das heißt aber nicht, dass die Dinger verboten sind. Und nein, ist es natürlich nicht. Das ist ein ganz normaler, simpler Pentester, der sogar limitierte Funktionen hat und da gibt's noch ein viel mächtigeres Tool. Der Flip ist halt witzig, weil er klein ist, NFC, RFID und Sub-Gigahertz in einem hat. Aber er hat nur einen Frequenzbereich von 300 bis 900 irgendwas Megahertz. Es gibt aber auch den Hack RF1, deswegen fand ich den Flip eigentlich nie besonders. Und der hat eine Frequenz von 1 MHz bis 6 GHz. Ich habe das Teil benutzt, um Funk abzuhören. Aber damit kann man zum Beispiel viel mehr machen, zum Beispiel sogar GPS manipulieren. Man kann sogar von Flugzeugen die Transponderdaten empfangen, Garagentore aufmachen etc. Das heißt aber nicht, dass das Ding verboten ist. Das ist ein ganz normales Tool, was viele Leute einsetzen, auch für die Arbeit. Und den Hack RF1 kann man auch einfach so erwerben.